Hokus Pokus. Hokus Pokus. Er ist wieder in Trance. Wenn Herr Wuppermann immer nach ein paar Fragen aufwacht, muss ich mir ganz genau überlegen, was ich ihn frage. Ich glaube, das kann ich. Das hättest du vorher schon machen können, mein Freund. Ist es pink? Ich kann mich von Fragen stellen und Sie werden mich nicht belügen, oder? Ich kann Ihnen einfach so Fragen stellen und Sie werden mich nicht belügen, oder? Wirklich? Erstaunlich. Zählt das jetzt auch schon als Frage? Echt? Alter! Scheiße. Okay. Wie viel waren das? 3 oder 4 Fragen, ne? Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Also für die... Aber gern. Für die Farben muss es ja ausreichen. Er ist wieder in Trance. Ja, natürlich. Er ist nach 5 Fragen wieder aufgewacht. Also muss ich mit 5 Fragen die 3 richtigen Farben herausbekommen. So, ist es grün oder gelb? Da kommen wir doch schon als erstes drauf. Grün oder gelb? Ist es grün oder gelb? Schüttelt er den Kopf? Ja, also die erste Farbe ist entweder grün oder gelb. Also die erste Farbe ist entweder grün oder gelb. Ist die zweite Farbe rot? Ist es rot? Die zweite Farbe ist nicht rot, da ist die dritte Farbe rot. Ist es grün? Oder ist das jetzt alles nur für die ersten? Sprechen wir über den nächsten Durchgang. Also ist die erste Farbe gelb. Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es blau oder gelb? Ist es blau? Oder gelb? Also wenn er jetzt... Wenn es nicht blau ist, dann kriege ich das hin. Also das erste ist gelb. Ist es blau oder gelb? Blau. Also gelb, blau, grün. Kommen wir zur nächsten Runde. So, dann fragen wir mal, ob es grün ist. Ist es grün? Was? Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts. Ich würde es gerne nochmal versuchen. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Ja, ja, komm. Ach, da muss die Animation trotzdem durchlaufen, ja? Das ist ja herrlich. Er ist wieder in... Ja, ist ja gut. Also, sprechen wir über den ersten Durchgang. Also, ist es blau oder rot? Ist es blau oder rot? Grün. Mit grün fängt es an. Kommen wir zur nächsten Runde. So, das erste ist grün. Blau oder rot? Also, grün... Und das ist jetzt die Frage. Also mal grün? Was hatten wir denn für Farben? Scheiße. Ist das zweite rot? Ist grün? Ist es rot? Okay, grün, rot. Kommen wir zur nächsten Runde. Grün, rot. Und dann ist es... Kann denn wahrscheinlich nur blau oder gelb sein. Ist es gelb? Ist es gelb? Nee. Scheiße, ich habe die ersten vergessen. Was war's? Grün-Rot, ne? Ist es blau oder gelb? Ist es grün? Also grün-rot-grün. Was ist nur los mit mir? Habe ich mir das jetzt richtig ich gemerkt? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Scheiße. Ach, das macht doch nichts. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, muss ich mir das beim nächsten Mal aufschreiben. Grün-rot-grün. So. Können wir noch eine Runde Glücksrad spielen? Gerne auch 2, mein kleiner Freund. Grün, rot, grün. Ich sehe schon. Welche Farbe willst du? Ich habe jetzt irgendwas vergessen und ihr lacht unheimlich. Aber ich versuch's einfach mal. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's. Grün, rot, grün. Hervorragend. Du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter. Nur noch 2-mal richtig tippen. Welche Farbe willst du? Jetzt rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut.
Los geht's. Unfassbar. Zwei Siege hintereinander. Weißt du, was das heißt? Nicht genau. Hat es etwas mit dem Raum-Zeit-Kontinuum zu tun? Es heißt, dass du nur noch einen Sieg davon entfernt bist, einen Haufen Gold zu gewinnen. Oh, dieser Druck. Welche Farbe willst du? Ja, grün. Es wird ein grünes Feld sein. Jetzt bin ich gespannt. Also gut, los geht's. Ich glaube es einfach nicht. Die Chancen dafür stehen. Exakt. Rund 1 zu 4096? Exakt. Vielleicht kannst du auch in die Zukunft sehen, so wie ich. Bestimmt nicht so gut wie sie. Bekomme ich nun meinen Haufen Gold? Aber sicher, du hast ihn dir verdient. Vielen Dank. Jawohl. Okay. Was könnten wir mit dem Gold nochmal machen? Wir könnten irgendwas beim Krämer machen, ne? Dann gehen wir doch auch mal direkt dorthin. So, in die untere Stadt. Psst. Was? Wilbur. Psst. Was? Hier unten. Okay, vielleicht gehen wir dann doch erstmal in die Kanalisation. Was ist denn heute los? Es ist übrigens wieder Samstag. Da darf man schon ein, zwei Sprachprobleme haben. Alter. Psst. Wilbur. Psst. Ja, ich komm doch schon. Mann. Es muss wohl sein. Warte mal, kein Stress hier. Ja, also gut, wir haben es so verstanden. Hallo. Was gibt's? Ich habe etwas für dich. Ach, ich hätte mich gar nicht schrumpfen müssen, oder was? Karte? Ich wusste doch, dass ich so ein Ding schon mal gesehen habe. Schwamm bei uns in der Kanalisation, ist aber trocken geblieben. Sie hat eine Schutzhülle, siehst du? Es scheint eine besondere Karte zu sein. Tante Mildred hat zumindest erzählt, der Besitzer habe sich vom Turm geworfen, nachdem sie ihm in den Abfluss gefallen war. Ui, danke. Hoffentlich hilft sie dir. Viel Erfolg. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist eine Toilette. Wieso ist das denn eine Toilette? Ja, kombinier das so miteinander, bitte. Sag mal. Hä? Wieso kann ich das denn nicht miteinander kombinieren? Muss ich hier rüberziehen? Funktioniert auch nicht. Okay. Eigenartig. Ich krieg anscheinend mehrere gute Karten. Kann das sein? Weil irgendwie kriege ich die nicht zusammengefügt. Obwohl die eigentlich doch passen müsste. So relativ gut. Ist ja ähnlich abgerissen wie hier auch. Herr Schildträger wird eine zerrissene Karte nicht akzeptieren. Ich muss sie reparieren. Ja, dann mach doch. Oder? Können wir mit Nadel und Faden? Nee. Was kriege ich die denn zusammengekleistert? Nein, das solltest du dir nochmal angucken. Herr Schildträger wird eine zerrissene Karte nicht akzeptieren. Das habe ich verstanden. Ich muss sie das habe ich verstanden. Das ist eine Hälfte der Superkarte. Ich muss die Karte nur noch reparieren. Dann dürfte sich die nächste Partie gegen Herrn Schildträger interessanter gestalten. Wie kriege ich das denn zusammengekleistert? Hallo, Herr Krämer. Ah, der Söldner. Hast du die Ratte endlich erledigt? Ja, gleich. Ich denke, ich werde Ihnen die Maske bald geben können. Wird auch Zeit. Was willst du? Ja. Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Ja, mit Kohle jetzt. Was denn? Oh, was kostet die Welt? Ich meine, wir haben ja eigentlich alles. Ich bräuchte magiegewirkten Stoff. Ein Ballen etwa. Jupp, habe ich hier. Das macht 2 Gold pro Schenkel. Ja, ist kein Thema. Kein Problem. Ich habe hier einen Haufen Gold. Tatsächlich? Das ist gut. Denn so viel kostet der Ball nur. Alter! Aber das sind doch nur ein paar Schenkel. 2 Gold pro Schenkel ist der Nettopreis. Der Rest sind Steuern. Der Staat hat uns doch alle übers Ohr. Aber
aber ich brauche den Haufen Gold als Anmeldegebühr für die Zaubererschule. In schönen, magiegewirktem Stoff ist das Gold für dich sicherlich besser angelegt. Magier wirst du sowieso nie. Oh doch. Den Haufen Gold gebe ich Ihnen auf jeden Fall nicht. Ich gebe am besten erstmal das Gold ab. Nicht, dass ich es noch irgendwie durch einen ungünstigen Deal hier noch verliere. Das ist alles gar nicht so einfach. Meister Markus? Ja? Vielleicht gibt er mir ein bisschen Wissensvorschuss, wenn ich ihm schon mal das Gold gebe, weil darauf kommt es doch bei ihm an. Ich habe hier einen Haufen Gold für Sie, Meister Markus. Tatsächlich? Erstaunlich. Wen hast du denn überfallen? Ich würde niemals jemanden überfallen. Echte Helden tun so etwas nicht. Und das möchtest du sein? Ein Held? Kein einfacher Job. Aber danke für das Gold. Jo, gern geschehen. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Warte, nein. Meister Markus? Lass uns nochmal reden, hier. Was brauche ich nochmal, um mir eine Robe zu schneidern? Du brauchst einen Ballen magiegewirkten Stoff. Haben wir? Eine magische Nadel mit Farben. Haben wir? Und du hast irgendetwas von einem Schnittmuster erzählt. Richtig. Wieso habe ich von dem Schnittmuster erzählt? Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das hilft mir auch nicht. Ich brauche irgendwas zum Zusammenkleben. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas im Karton drin. Ein alter Stoffteddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Okay. Ich möchte dann, mit was möchte ich denn jetzt eigentlich? Wie klebe ich denn die Karte wieder zusammen? Tesafilm wäre nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass hier jemand schon Tesafilm erfunden hat in dieser Welt. Irgendwie. Warte. Ich sag's auch noch. Sehr gut. Klebeband. Eine Rolle mit einem durchsichtigen Band. Es klebt. Tatsache. Ich fass es nicht. Na dann. Ich klebe die beiden Kartenhälften mit dem magischen Band zusammen. Mache mal. Es funktioniert. Sehr schön. Okay, das sieht weniger professionell aus, aber wir können es jetzt unter den Kartenstapel mischen. Mit der Superkarte werde ich die Stadtwache besiegen können. Aber mir steht doch unter dem Stapel, oder? Mit der Superkarte? Ja, okay. Naja, vielleicht macht er das ja vor Ort. Das wäre ganz hilfreich. So. Jetzt Apikaloppi, Junge, jetzt mache ich dich nackig. Zweimal hast du gewonnen, ein drittes Hallo, Mal wird es nicht mehr vorkommen. Hallo, Gairon, was willst du? Wir spielen hier noch eine Partie und zwar unter einem Sandwich, mein Freund. Ich habe tatsächlich eine Karte gefunden. Schauen Sie mal. Ist das eine besondere Karte? Ich frage nur wegen der Noppen und so. Die ist, sie ist beschädigt. Sie ist so gut wie neu. Nein, leider. Also leider darf grundsätzlich nicht mit beschädigten oder reparierten Karten gespielt werden. Ach komm schon. Ich kenne die Regeln genau. Und ich kann da keine Ausnahme machen. Du darfst die Karte nicht benutzen. Und das haben Sie sich bestimmt nicht gerade ausgedacht? Ach, was? Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Oh. Warum zum Teufel? Warum? Oh, das kann ja alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Okay. Wir fragen den Chef, von dem wir die Karte hier haben, ob der die vielleicht mit einem Zauber reparieren könnte. Meister Markus? Ja?
Herr Schildträger sagt, mit einer reparierten Karte dürfte ich nicht spielen. So, sagt er das? Das wage ich zu bezweifeln. Was ist das? Das sind die offiziellen Spielregeln. Und hier steht, man kann eine Karte in beliebigem Zustand verwenden, sofern mindestens 51% der Karte vorhanden sind und man die Schrift lesen kann. Das heißt? Dass die Karte völlig in Ordnung ist und das kleine Wiesel seinen Rauswurf aus der Spielervereinigung riskiert, wenn er deine Herausforderung nicht annimmt. Nimm das Buch und halte es ihm unter die Nase, Wilbur. Sehr gut. Mit dem größten Vergnügen. So machen wir das. Ich bin immer weg. Ich gehe dann mal und besorge... Klar. Ja, komm. Sehr schön. Den machen wir fertig. Jetzt machen wir ihn fertig.